Ja, und willkommen zu einem neuen Praxis-Video. Ja, große Bauraum, nichts dahinter. Hier haben wir doch natürlich was dahinter. Universales Aluminium-Holder. Wer das Ganze hier schon mal sieht. Und man sieht ja auch, für iPads ist natürlich ein älteres iPad abgebildet auf dem Ganzen. Aber sollte trotzdem funktionieren. Genau, eine 9-Stufe hier eingestellt aus Aluminium. Ja. Und hier sieht man, da könnte man einen MacBook oder einen Samsung oder anderen Computer drauf machen. Im Internet wird geworben mit bis zu 15,6 Zoll. Das testen wir einmal aus. Einmal leer. Tja, und das ist tatsächlich in so einem wunderschönen Säckchen. Das ist jetzt doch ein bisschen gerade verwundert. Das sieht eleganter aus, als man denkt. In diesem Säckchen, das ist praktisch. Oh, das Ganze schon wieder ausgeschossen. Die Betriebsanleitung, wie es aussehen hätte können, sollen, wird. Ja, im Endeffekt haben wir das Ganze nicht in Silber, sondern in Metallaluminium bekommen, in schwarzen Aluminium. Hier haben wir schöne Gummis, damit das Ganze nicht rutschen kann. Jetzt seht ihr schon die ganze Clip-Funktion. Und genau, hier haben wir ja so quasi Ständer, die dann am Boden nachher sind und halten. Im Endeffekt könnt ihr das Ganze so weit auseinanderziehen und hier dann die passende Schlaufe machen, Haken tiefer und ja, höher. So, ich glaube, das Ganze geht aber andersrum. So, ist das Ganze schon realistischer. Komplett falsch aufgestellt. So, das ist die frontalste Stufe. Ja, was schon könnt ihr, wenn ihr im Sitzen seid, das Mac oder das iPad oder Tablet als Bildschirm frontal nutzen und könnt so, wenn ihr euch hinsetzt, gemütlich Bücher lesen und müsst nicht dabei die ganze Zeit das Tablet halten. Sehr, sehr praktisch zum Fernsehschauen und Videoschauen. So, kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Natürlich kann man das Ganze weiter aufklappen. Beispielsweise in diese Stufe. Wir demonstrieren das Ganze einmal am MacBook Air. Wir können das MacBook Air quasi hier so rein klipsen. Ja, und ich glaube, man müsste jetzt noch etwas frontaler machen, um zu sehen. Aber wenn man jetzt sitzt, dann kann man optimal auch seinen Laptop schauen und kann hier quasi so wunderbar aufrecht arbeiten, während man auf seinen Bildschirm schaut. Natürlich darf man hier nicht vergessen, auch hier ist ein 13,6 Zoll Display halt auch nicht in Augenhöhe, trotz des Ständers, aber es ist schon mal deutlich höher und angenehmer, als wie wenn der Laptop nur beispielsweise so da stehen würde und ihr halt ganz drunter gucken müsst. Es entspannt euren Nacken und unterstützt den Ganzen. Ja. Und da ich ja gerne ein Fan bin von extrem, teste ich das Ganze jetzt einmal mit einem 17,3 Zoll Laptop, also so ein richtig fetter Oschi. Mal schauen, was da gleich passiert. Wie stabil das Ganze ist, wir haben ja immer den XMG Focus 17,3, das Ding. Ja, wir haben das Ganze dann noch eine Stufe tiefer gestellt, dass es einfach noch angenehmer ist. Ja, und jetzt bei einem
17,3 Zoll Laptop. Habt ihr wirklich hier die aufrechte Sicht zu eurem Laptop? Also wenn ich jetzt gerade hier sitze, vielleicht hört ihr es auch, dass der Ton da ist, habe ich hier wirklich die Sicht auf meinen Laptop so in Augenhöhe. Das Ganze sieht man dann, wenn man genau in seine Webkamera reinschaut. Genau. Ja, jetzt habe ich eine perfekte Sicht. Kommt das Ganze noch auf meinen Ständer drauf, also auf meinen Holzständer, den ich mir hier auf meinem Kanal vorgestellt habe. So habe ich mir eine super ergonomische Möglichkeit gefunden, um ergonomischer zu arbeiten auf Laptop, Tablet oder anderen Bildschirmen. Ich wollte das Ganze einfach euch zeigen. Hier sieht man sogar 17,3 funktionieren. Naja, ich frage mich, ob es auf Dauer einkracht oder nicht. Ich habe jetzt leider auch kein Gegenteil gefunden, das sagt, dass es irgendwie eine Höchstlast hat. Aber ja, Leute, so, ich schiebe es einfach vor, mal das zu zeigen. Ich könnte jetzt der Bildschirm mal mit angemacht werden. Muss ich jetzt natürlich nicht euch demonstrieren, wie ein Bildschirm aussieht. Aber ich demonstriere euch, dass es das Ganze einmal hält. Ja, und das war's dann auch. Ja, ich bin jetzt mal am Tablet weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Ciao, tschüss.